In Mosbach wird das Internet vertont. Ein pfiffiger Erfinder hat sich das ausgedacht und das noch ganz neue Startup Speakstaff gegründet. Albert Brückmann heißt er, kommt aus Mosbach. Mit professionellen Sprechern ist er dabei, das Internet als Beiträge einsprechen zu lassen, damit wir quasi auch in Situationen, in denen wir eben nicht lesen können oder wollen, im Netz nichts verpassen. Albert, dir ist die Idee zum Beispiel in der Badewanne gekommen. Eine typische Situation, wo man nicht im Internet surfen kann oder will und man einfach entspannen möchte. Aber zunächst mal die Frage, vertont ihr denn da wirklich das ganze Internet? Ich glaube, wir machen das dann doch ein bisschen im kleineren Kreis. Und zwar geht es eher so, dass die Autoren und Publisher von Blogbeiträgen, die ja auch wirklich sehr tolle Inhalte schreiben, die wenden sich an uns, an Speakstaff und sagen, hey, schaut mal, ich habe hier einen tollen Beitrag, zum Beispiel einen Reisebericht von meiner letzten Reise und den würde ich gerne breiter unter die Menschen streuen. Könnt ihr mir dabei helfen? Und dann darf er sich einen Sprecher oder eine Sprecherin aussuchen und das wird dann innerhalb kürzester Zeit vorgelesen und praktisch im Internet als Audiodatei allen interessierten Hörern zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn ich irgendeinen Bericht im Internet lesen will, kann aber nicht, weil ich koche oder eben in der Wanne sitze und einfach keine Lust habe auf Lesen, was mache ich dann? Dann greifst du einfach zu deinem Smartphone, holst dir zum Beispiel eine Podcast-App und suchst dort nach Speakstaff. Und wenn du das gefunden hast, kannst du auf die letzten 50 aktuellsten Beiträge, die so zwischen 5 und 12 Minuten immer dauern, zugreifen und dich einfach berieseln lassen. Und das sind dann Inhalte, die für längere Zeit interessant bleiben, also wie Reiseberichte von Bloggern zum Beispiel. Ne, richtig, das sind vorausgewählte Inhalte, weil es eignet sich ja doch nicht immer alles zum Lesen. Manche Inhalte sind morgen schon wieder nicht mehr aktuell und deswegen haben wir gesagt, lasst uns Inhalte nehmen, die einfach langlebig sind. Natürlich spielt da auch das Urheberrecht eine Rolle. Eine neue App macht unser Internet hörbar, Speakstaff. Der Mosbacher Albert Brückmann hat sie entwickelt. Für unsere Hörer oder für uns Hörer ist es kostenlos. Eine schöne Idee von hier.